sprenge die Brücken. Systematisch jeden Gedanken an dich unterdrücken. Die Fotos verbrennen und die Lieder zensieren. Komme, was wolle, ich darf die Kontrolle nie wieder verlieren. Hallo, Schatz. Wie geht's dir? Hi, gut. Wo bleibst du denn so lange? Das Abendessen ist gleich fertig. Ja, das wird hier bei mir noch ein bisschen dauern. Und was machst du noch so lang? Ja, ich schaue hier noch alte Unterlagen und solche Sachen durch. Im Übrigen, der Herr Holt ist sich ziemlich sicher, dass uns Dr. Groth mit Absicht in die Pfanne hauen will. Na, warum? Das wissen wir noch nicht. Ich durchsuche jetzt hier mal die ganzen alten Unterlagen. Wir müssen wissen, ob Dr. Groth schon mal Kunde bei uns war. Vielleicht wissen wir dann, wer. Okay, soll ich mit dem Essen auf dich warten? Nein, das dauert hier noch. Ich liebe dich und unser Kleines. Ich dich auch. Ciao. Den Rot rufe ich jetzt mal an. Aber warum eigentlich immer telefonieren? Den schnappe ich mir jetzt persönlich. Also Licht brennt. Zu Hause ist es schon mal. Packen wir das oder packen wir das nicht? Oh, nein, das packen wir nicht. Dr. Groth? Ja, hallo Dr. Groth, hier ist Annika Krebs. Haben Sie keine Uhr? Doch, ich weiß, es ist schon etwas spät. Es tut mir auch leid, dass ich so spät noch anrufe, aber die letzten Tage waren etwas chaotisch und ich will Sie auch nicht lange aufhalten. Was wollen Sie? Ja, es geht also natürlich um die Rechnung und um die Fenster. Und da wollte ich fragen, ob sich nicht irgendetwas machen lässt. Das war doch sicher nur ein dummes Missverständnis. Und wenn Sie nicht zahlen, dann sind wir ruiniert. Wir kriegen doch unser erstes Kind. Was soll denn aus dem werden, wenn wir die Firma verlieren? Ach, dann stehen wir quasi auf der Straße und sind pleite. Nicht jeder Kindheit ist es vergönnt, eine Glückliche zu werden. Was? Oh nein! Was ist denn da? Mensch, Junge! Was ist denn los? Mach auf! Oh nein, eine Steckdose, das gibt's doch gar nicht. Komm, mach auf. Sie werden sich mit Ihrem Schicksal abfinden müssen. Genau wie ich damals. Was? Aber wir haben Ihnen doch überhaupt nichts getan. Und wenn, dann wissen wir zumindest überhaupt nichts davon. Bitte, wenn es da was gibt, dann können Sie es uns doch sagen. Bitte, wir können über alles reden, Herr Groth. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich in Zukunft nicht mehr belästigen würden. Und wenn es nach mir ginge, könnten Sie, Ihr Mann und Ihre Tischlerei zur Hölle fahren. Verdammt! Dieses Schwein! Oh, Scheiße! Mich hat keiner gesehen. Ich war nicht hier und den mache ich jetzt Feuer unter den Arsch. Alles gut, Kleiner. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es soweit. Alles ist gleich. Michael, warum bist du denn schon so früh auf? Du hast wieder getrunken. Fast hätte ich es wirklich getan, aber dann habe ich an dich und unser Kind denken müssen. Und ich habe mich einfach nur noch geschämt. Du brauchst dich doch nicht schämen. Das hat uns der Dr. Groth alles eingebrockt. Du hältst mich also nicht für einen Versager? Nein, ich liebe dich. Du bist mein Mann.
der Vater unseres Kindes. Unser Sohn. Ich kann ihn spüren. Annika hat ihrem Mann nichts von ihrem nächtlichen Besuch bei Dr. Groth erzählt. Sie hofft, dass sie keiner gesehen hat, als sie den brennenden Molotow-Cocktail geworfen hat. In der Tischlerei schlägt eine schwere Stunde für Michael. Ich will euch jetzt nicht großartig was vormachen. Der Firma geht's wirklich richtig dreckig. Seit der Geschichte mit Dr. Groth, die hat uns richtig reingerissen. Momentan kann ich euch wirklich nichts versprechen. Und wenn nicht bald ein kleines Wunder geschieht, werde ich wohl Insolvenz anmelden müssen. Und von daher stelle ich euch frei, euch einen neuen Job zu suchen. Guten Morgen. Wir suchen Herrn Michael Krebs. Ja, bin ich. Um was geht's? Herr Krebs, ich möchte Sie bitten, uns beide auf die Dienststelle zu begleiten. Wieso denn? Sie werden der versuchten schweren Brandstiftung beschuldigt, welche Sie letzte Nacht begangen haben sollen. Wie bitte? Ich habe die ganze Nacht im Büro Ordner gewälzt, sonst habe ich gar nichts gemacht. Was ist denn das schon wieder für ein Mist? Können wir das Ganze nicht bitte auf der Dienststelle klären? Nein, können wir eben nicht. Mir reicht's. Ohne meinen Rechtsbeistand gehe ich nirgendwo hin. Da steckt doch bestimmt wieder der Dr. Groth dahinter. Olaf, rufst du bitte den Herrn Holt an? Ja, mach ich. Geht klar. Entschuldigen Sie, darf ich nur einen Augenblick mit dem Mann sprechen? Michael, ich muss Sie was sagen. Ich war das mit dem Feuer. Was? Bist du verrückt geworden? Ja, ich war gestern noch bei dem Groth und der war so ekelhaft am Telefon zu mir. Da bin ich einfach durchgedreht. Okay, du sagst jetzt gar nichts. Ich nehm's auf meine Kappe. Ja, aber warum denn? Ich war es doch. Weil ich nicht will, dass unser Kind im Gefängnis geboren wird. Okay, danke dir. Der Herr Holt ist in einer Minute da. Wunderbar, dann können wir schon mal zum Dienstleiter gehen. Moment! Guten Morgen erstmal, Holt ist mein Name. Was liegt denn vor gegen den Herrn Krebs? Guten Morgen. Heute Nacht wurde mit einer Verdünnung aus dieser Werkstatt ein Brandanschlag auf das Haus des Herrn Dr. Groth versucht. Der Herr Dr. Groth hat dann in der Nacht noch Anzeige gegen den Herrn Krebs erstattet, nachdem er den Brandsatz in seinem Garten gefunden hat. Ich war das nicht. Wenn Sie mich fragen, war das der Groth selber, weil er mich fertig machen will. Wie kommt der denn an die Verdünnung aus Ihrer Werkstatt? Kann sein, dass wir die beim Einbau der Fenster haben dort vergessen, aber ich bin echt gespannt, was der sich als nächstes einfallen lässt. Das wird sich alles aufklären lassen. Zunächst mal sind Sie mit den alten Unterlagen vorangekommen. Ja, ich habe was gefunden. Die liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Gut, dann schaue ich mir die jetzt als erstes mal an und dann komme ich nach auf die Wache. Aber machen Sie auf keinen Fall eine Aussage. Machen Sie von Ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Notfalls besorge ich Ihnen einen guten Anwalt. Ja? Geht in Ordnung. Okay. Die schwere Brandstiftung ist sicherlich kein Kavaliersdelikt. Aber wir warten jetzt erstmal in Ruhe die Auswertung der frischen Tatortspuren ab. Wenn das vorliegt, dann müsste man Ihren Mann eigentlich als potenziellen Täter ausschließen können, wenn tatsächlich auf dieser Flasche mit der Verdünnung nur alte Spuren von ihm sind. Ja, ganz sicher. Gut, dann schauen wir mal, was er da heute Nacht so ausgegraben hat. Sieh mal an. Sieht ganz so aus, als wäre die Familie Groth lange Zeit ein richtig guter Kunde von der Tischlerei gewesen. Das sind Dinge für die Villa in Auftrag gegeben worden, für die Praxis, wieder für die Villa. Der letzte Auftrag, der datiert vom 4.10.1985, eine Reparatur an der Treppenanlage in der Villa. Ja, aber dann müsste doch eigentlich alles okay sein, oder? Nicht ganz. Sehen Sie mal, die Aufträge, die sind alle bezahlt worden. Bis auf diesen letzten Auftrag im Jahr 85. Da haben wir eine offene Rechnung. Gerade so, als wäre dieser letzte Auftrag aus dem Jahr 85 nicht zu Ende geführt worden. Ja, aber 1985, das ist jetzt 28 Jahre her. Da war mein Mann noch ein kleiner Junge. Und der Dr. Groth auch. Und der hatte einen jüngeren Bruder. Sind Sie das? Oder Ihr jüngerer Bruder? Ja, aber der ist schon lange tot. Und wenn es sich um diesen jüngeren Bruder gehandelt hat? Ich meine, wieso sollte der Dr. Groth ansonsten so merkwürdig reagieren, als ich ihn auf den Bruder angesprochen habe? Ich fahre sofort zu dem Dr. Groth. Die Frage, die muss er mir beantworten. Ja.
Was ist los? Geht's Ihnen nicht gut? Was haben Sie denn? Ich war das mit dem Molotow-Cocktail. Sie? Ja. Ich wollte mit dem Dr. Groth reden, aber der war so abweisend und ekelhaft zu mir am Telefon, da bin ich einfach ausgerastet. Das heißt aber, man wird an dem Brandsatz eher Ihre Fingerabdrücke finden als die Ihres Mannes. Ich fürchte, ja. Dann sollten Sie der Polizei zuvorkommen und sich stellen. So machen Sie Punkte gut bei der Staatsanwaltschaft, auch wenn Sie sich natürlich verantworten müssen. Am besten, wir fahren sofort zur Wache. Aber da müssen wir dann strategisch vorgehen. Wir müssen versuchen, Staatsanwalt und Polizei davon zu überzeugen, dass sie gar nicht das Haus von Dr. Groth anzünden wollten, sondern dass sie den Brandsatz tatsächlich nur in den Garten werfen wollten, um ihn zu erschrecken. Ich meine, das eine wäre ein Verbrechen, Mindeststrafe 5 Jahre, und das andere Sachbeschädigung oder Bedrohung, also halb so schlimm. Und das mit dem Dr. Groth, das machen wir danach. Okay. Nach Annikas Geständnis ist natürlich klar, dass nicht Dr. Groth selbst den Brandanschlag verübt hat, um einen falschen Verdacht auf Michael Krebs zu lenken. Aber ich glaube, aus irgendeinem Grund will er sich an der Familie Krebs rächen. Und da kam ihm natürlich die Dummheit, die Annika begangen hat, gerade recht. Nur ich will jetzt endlich wissen, warum. Und auf die Antwort auf diese Frage, bin ich überzeugt, sind Herr und Frau Krebs genauso scharf wie ich. Gehen wir es an. Hm? Guten Tag. Ah, ja, also, guten Morgen. Wollen Sie alle zum Doktor? Ja, und zwar sehr dringend. Das sind übrigens Annika und Michael Krebs. Von der Tischlerei. Ja, genau die. Naja, ich habe schon gehört, da gab es in letzter Zeit ein paar Probleme, nicht wahr? Ein sehr großes Problem sogar. Und es gibt auch noch in den Unterlagen der Tischlerei einen alten Auftrag, der nie bezahlt wurde, aus dem Jahr 1985. Um genau zu sein, vom 4. Oktober. 4. Oktober. Davon weiß ich nichts. Das müssen Sie den Doktor schon selber fragen. Aber warten Sie mal, 1985. Da war ich noch in der Ausbildung. Das war das Jahr, als das Furchtbare mit dem Bruder vom Chef passiert ist, als der alte Schreinermeister... Was meinen Sie mit das Furchtbare? Hä? Und dem alten Schreinermeister jetzt? Jetzt reden Sie schon. Wir wollen nicht für etwas büßen, womit wir überhaupt nichts zu tun haben. Ach. Schatz, bitte, komm, setz dich. Atmen Sie schön tief, ruhig. Ganz ruhig atmen. Bleib ganz ruhig. Was ist hier los? Was wollen Sie hier? Jetzt pass mal auf, du Mieser. Nein. Sie werden uns einige Fragen beantworten müssen. Muss ich das? Ja. Ich habe nämlich inzwischen den Verdacht, dass Sie der Schreinerei Krebs absichtlich schaden wollen. Deswegen haben Sie den Herrn Krebs beauftragt, Fenster zu bauen, von denen Sie wussten, dass der Denkmalschützer sie später nicht abnehmen würde. Das ist ja vollständig absurd. Ja, genau das ist es. Und deswegen fragen wir uns auch, wie Sie überhaupt auf die Idee kamen. Hm? Hat das was mit dem Tod Ihres jüngeren Bruders zu tun? Und dann gibt es ja auch noch diesen Auftrag aus dem Jahr 85. Hm? Ein Auftrag, der nie bezahlt wurde. Und danach haben Ihre Eltern der Tischlerei Krebs nie wieder einen Auftrag erteilt, obwohl die vorher sehr, sehr viel für sie gearbeitet hat. Was ist damals passiert, wofür die beiden jetzt büßen sollen? Was ist Ihrem Bruder zugestoßen? Jetzt reden Sie schon. Wir können doch nichts dafür. Oh. Na, jetzt helfen Sie der Frau doch. Und zwar schnell. Oder wollen Sie, dass noch ein unschuldiges Kind zu Schaden kommt? Hm? Bringen Sie Ihre Frau ins Behandlungszimmer. Ich werde ihr ein Beruhigungsmittel geben. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass sie ihr Kind verliert. Gehen Sie. So, drücken Sie da bitte drauf. Und geht's besser wieder? Ich denke, jetzt ist auch mal die größte Aufregung vorbei. Was meinen Sie, Herr Dr. Groth? Also egal, was damals vorgefallen ist, aber meinen Sie nicht, dass es langsam an der Zeit wäre, die alten Dinge ruhen zu lassen? Das hat mein ganzes Leben überschattet. Ihr Vater hat damals Reparaturarbeiten bei uns in der Villa ausgeführt. Dann ging er in den Keller, in den Sicherungskasten.
Und da hat mein kleiner Bruder in die Steckdose gelangt. Er ist dabei ums Leben gekommen. Dafür habe ich ihren Vater verantwortlich gemacht. Als sie 7 war, ist auch noch meine Mutter gestorben. Es tut mir wirklich leid, Herr Groth. Ehrlich. Ja, mir auch. Ganz ehrlich. Ich habe nie was davon erfahren. Mein Vater hat nie irgendwas darüber erzählt. Ich dachte, wenn ich mich an ihn räche, dann kriege ich endlich die Bilder aus meinem Kopf. Aber so geht das nicht. Und es macht meinen Bruder auch nicht wieder lebendig. Sind ja noch besser geworden als beim letzten Mal. Ha? Ja, das war wohl das Mindeste. Ich sehe schon. Und das wäre wirklich ein herber Verlust für Ihre Zunft gewesen, wenn Sie hätten Ihre Tischlerei zusperren müssen. Ja, und das haben wir nur Ihnen zu verdanken. Ach. Wie läuft's denn jetzt mit dem Dr. Groth? Ganz hervorragend. Er hat die alten Rechnungen bezahlt. Oh. Ja, übrigens beide. Nee. Die alte von seinen Eltern und die neue von den Fenstern. Ja. Ja. Und das Holz hier, ne? Ist für seine neuen Fenster. Und für den Ärger, den er uns bereitet hat, dürfen wir ihm 2 neue Zimmer machen. Mit dem Segen der Denkmalschutzbehörde nehme ich an, oder? Sowieso und nur so. So soll es sein. Ja? Aber Micha hat noch was. Ja. Ja, also die Therapie schlägt hervorragend an. Und seitdem Sie mir den Flachmann weggenommen haben, habe ich auch keinen Tropfen mehr getrunken. Ich wusste, Sie schaffen das. Bleibt eigentlich nur noch eines. Was bin ich Ihnen schuldig? Gar nichts, das geht aufs Haus. Nee, nee. Keine Widerrede. Annika Krebs hat großes Glück gehabt, dass ihr Brandsatz nur auf der Wiese gelandet ist. So hat der Staatsanwalt ihr geglaubt, dass sie nicht das Haus von Dr. Groth anzünden wollte. Und nachdem kaum Schaden entstanden ist, konnte ich den Staatsanwalt überzeugen, das Verfahren einzustellen. Und auch der Zahnarzt hat seinen inneren Frieden gemacht. Zum einen mit der großen Familientragödie seiner Kindheit, zum anderen auch mit der Tischlerei. Aber erst nachdem ich ihm mit seinen eigenen Mitteln gekommen bin. Ich habe intensiv nachgebohrt, ihm auf den Zahn gefühlt. Und das alles, damit die Familie Krebs nicht auf dem Zahnfleisch geht. Naja, ehrlich gesagt, schon auch, weil bei mir zu Hause noch einige marode Stühle auf eine Wurzelbehandlung warten.